Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Komm mal ein bisschen näher. Dankeschön. Komm ein bisschen näher. Perfekt, so passt das. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen. Ihr habt super, super viele Fragen gehabt zu dem neuen Call of Duty SM Square. SM Square wird tatsächlich auch der Titel von diesem Call of Duty sein, beziehungsweise von diesem Call of Duty Mod. Und in den Kommentaren unter dem letzten Video dazu, und ihr seht hier das neueste Sniper-Gameplay von denen, absolut krank. Also MW3-Waffen, MW2-Waffen, Black Ops 2-Waffen, Black Ops 3-Waffen auf MW1-Map, MW2-Maps. Alles das, was wir jetzt uns als Community immer gewünscht haben, kriegen wir einfach. Und ihr habt super viele Fragen gehabt. Ist es wirklich nur auf PC? Was ist, wenn Activision das Ganze strikt? Welche Anforderungen hat es? Wie viele Entwickler sind das? Wie sind die auf die Idee gekommen? Wie kann ich dafür spenden? Und. Und Chappy hat sich die Zeit genommen. Klasse, Chappy. Klasse. Danke. Und ist nachts auf dem Discord von SM Square, da könnt ihr auch drauf, ihr könnt die Infos aber auch von meinem Discord unten verlinkt direkt abholen. Und habe die Entwickler, das sind 7 Stück tatsächlich, 7 einzelne Entwickler, die einfach absolute Call of Duty Nerds sind und die selber gesagt haben, das war die erste Frage von euch, wie war die Intention oder was war die Intention dahinter, diesen Call of Duty oder diese Art von Call of Duty zu machen? Und alle 7 haben einfach geantwortet, sie haben die Schnauze voll, Jahr für Jahr aufs Glatteis geführt zu werden, mit immer schlechteren Call of Duties, für immer mehr Geld, mit immer mehr Ingame-Käufen, mit immer schlechterem Balancing. Heftige Aussage, kann ich absolut nachvollziehen. Wir sind mittlerweile an einem Breaking Point alle, ihr, ich, wir alle, absolut. Jeder, der den Controller richtig rumhalten kann, ist von der Art, wie Skill-Based Matchmaking läuft, mit allen anderen Sachen absolut genervt. Das heißt, erste Frage von euch beantwortet, zwischendurch habt ihr es auch kurz eingeblendet. Wie kamt ihr darauf? Die Jungs haben einfach die Schnauze voll gehabt, jedes Jahr verarscht zu werden und wollten ihr eigenes Call of Duty machen. Zweite Frage, die kam auch von euch. Haben diese 7 Entwickler dahinter spezifische Rollen in diesem Team? Das sind wirklich nur 7 Leute und fälschlicherweise sagte ich am Anfang, dass die private Investoren haben. Das war falsch, ich entschuldige mich dafür. Die 7 finanzieren das untereinander selber und machen das komplett in ihrer eigenen Zeit. Die wollen kein Geld annehmen, die wollen keine Spenden annehmen, sie wollen keine Shopverkäufe haben. Sie distanzieren sich von jeglicher Art und Weise der Finanzierung, weil sie sagen, wir wollen ein Call of Duty auf die Beine stellen, bei dem einfach jeder, egal ob viel Geld hat oder wenig Geld hat, Spaß hat. Absolut krasse Aussage. Natürlich werden sich jetzt einige sagen, ja, aber wie ist denn das machbar? Ich meine, Server kosten ja auch was und das Game weiterentwickeln kostet was und das macht man ja meistens irgendwie in seiner Freizeit, wo man dann andere Sachen nicht schafft und. So wie es aussieht, Leute, sind diese 7 Jungs nicht an Geld interessiert und brauchen es wahrscheinlich auch nicht. Und sowas wie Serverkosten oder so, sobald man später vielleicht jemanden findet, der das Ganze unterstützt oder finanziert, nicht von privater Hand, sondern von Unternehmerhand, kann man auch Server wunderbar gut anmieten für nicht allzu viel Geld. Das heißt, da würde ich mir an eurer Stelle wenig Gedanken drum machen. Die zweite Frage, oder beziehungsweise die dritte Frage. Wer von denen entscheidet, was in das Game reinkommt? Also, welche Granaten kommen da rein? Welche Maps kommen da rein? Welche Waffen kommen da rein? Antwort, wir entscheiden. Auf deren Discord-Server gibt es einen Tab. In diesem Tab ist entweder General Information, Agreement und Abstimmung gibt es dort. Bei diesen Abstimmungen stellen die immer mal von Tag zu Tag neue Sachen rein, wo sie gerade dran arbeiten und wollen von den Leuten auf Discord wissen, soll das in das Game oder soll das nicht in das Game. Die letzte Abstimmung war über die Täuschgranaten aus Black Ops Cold War. 900 Leute haben gesagt ja, 5000 Leute auf dem Discord haben gesagt nein. Das heißt, sie haben entschieden, die Detoy-Granaten kommen nicht mit rein. So entscheiden die, was in das Game soll und was nicht. Das heißt, die Community kann an diesem Projekt direkt aktiv mitarbeiten. Dann habe ich die Jungs gefragt, gibt es eine Art, euch zu unterstützen? In irgendeiner Art und Weise. Außer natürlich dieses ganze Thema per Video an euch weiterbringen, an die Community, an die YouTuber und. Gibt es eine Möglichkeit, euch mit Spenden zu unterstützen, mit finanziellen Hilfen? Und die Antwort war, nein, wir haben keinerlei Interesse, in irgendeiner Art und Weise finanziert zu werden, gesponsert zu werden,
Ich habe überlegt, ob ich einen Spendenstream mache. Ich habe überlegt, ob ich den einfach einen Tausender überweise, weil ganz ehrlich, wenn dieses Game wirklich so released, ist es mir jeden Cent wert, weil das einfach gut aussieht. Nein, die Leute haben gar kein Interesse an auch nur einem einzigen Geldstück. Das bedeutet, ich werde auf die Art, die ich es unterstützen kann, nämlich aktiv im Discord dabei sein, denen bei den Umfragen helfen, indem ich ein bisschen meinen Input gebe als OG-Player, so wie ihr das alle machen könnt, und werde gucken, was draus wird. Wird dieses Game SBMM haben? Ich glaube, jeder zweite Kommentar von euch unter dem letzten Video hat diese Frage gestellt. Und die Antwort ist relativ klar und einfach, nein, es wird kein SBMM geben. Es wird ein CBMM geben, ein Connection-Based Matchmaking, so wie wir das aus Black Ops 4 kennen, aus Black Ops 3, aus Black Ops 2, aus Black Ops 1, aus Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare 1. Das gesamte Matchmaking basiert darauf, dass ihr mit Leuten zusammengesetzt werdet, die einen ähnlich guten Ping zum Server haben, der gestellt wird, wie ihr. Es kommt nicht darauf an, welches Skill-Level, kein gar nichts ihr habt. Simon, das ist einer von den 7, der auf Discord auch am aktivsten ist, hat geschrieben, ich kann mir nicht vorstellen, wie hart er von SBMM die Schnauze voll hat. Und ehrlich, ich kann es mir vorstellen. Das heißt, auch hier, gibt keine Sorge für euch, kein SBMM. Dann habe ich gefragt, das war meine Frage, habt ihr bereits einen Game-Titel im Kopf? Und die Antwort war relativ einfach, ja, SM Square, Surrealism 2. Das heißt, SM Square Online wird der Game-Titel von dem Ganzen sein. Dann eine der meistgefragtesten Fragen, zwei ganz wichtige kommen noch. Die erste, wird es wirklich nur für PC sein? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Die arbeiten nur am PC dafür, auf der PlayStation und auf der Xbox haben die kein Interesse an Microsoft oder Sony damit zu gehen. Sony hat bei denen schon zweimal angefragt, ob die nicht Support wollen, damit das für die Konsole rauskommt. Und die Jungs haben gesagt, nein, haben wir nicht. Und bevor ihr jetzt ausrastet, Leute, ich habe selber eine PS5 hier. Ich habe auch erst vor zwei Monaten oder vor einem Monat meinen nagelneuen Rechner bekommen. Die Systemanforderungen für dieses Game werden sie so halten, dass es die gleichen Systemanforderungen sind, die man damals für MW2 auf dem PC hatte. Unter anderem braucht ihr eine Grafikkarte mit 256 MB Speicher. Jeder Rechner von 1980 hat mehr Grafikspeicher. Keiner von euch kann mir erzählen, dass er einen Rechner zu Hause hat, der älter ist. Das ist unmöglich. Das heißt, jeder kann auf dem PC das Game spielen. Wichtig dazu, es wird Controller-Support mit Aim Assist geben. Das heißt, ihr könnt ganz normal euren PlayStation-Controller nehmen, das Ganze auf dem PC starten und loslegen. Das war's. Ganz einfach. Ohne Probleme. Keiner braucht sich beschweren. Niemand braucht sich beschweren. Gar keiner. Wird es einen In-Game-Shop geben, war die Frage von euch. Und die Antwort ist, ja, es gibt einen In-Game-Shop. Dort kann man Sachen käuflich erwerben, aber nicht mit eurem echten Geld, was ihr von Mutti und Papi in die Tasche gesteckt bekommt, sondern mit der Währung, die ihr, wie in Black Ops 1 damals, durch Spielzeit bekommt. Das heißt, ihr wollt einen Skin haben, ihr wollt eine Waffentarnung haben, sonst was. Das kauft ihr einfach mit der Währung, die ihr durch ganz normal Runden abschließen bekommt. Mega gut. Dann habe ich noch etwas gefragt, was für mich wichtig war. Wie ist das, wenn ich ins Prestige gehe? Also ihr geht ja erstes Prestige bis Level 100, dann könnt ihr Prestigen, dann seid ihr Prestige 2, dann geht es immer 50 Level weiter, bla bla bla, bis ihr Prestige 10 seid und Prestige 10 geht ihr dann bis Level 1000, so wie wir das kennen. Und die werden immer zu jedem Prestige etwas Universelles anbieten, was jeder einzelne Spieler unabhängig vom anderen hat. Das heißt, wenn ich jetzt Prestige 3 gehe, bekomme ich eine Belohnung, die der Spieler, der neben mir spielt, in dem Fall nicht bekommt. Der bekommt eine andere Belohnung. Wie genau die das machen, weiß ich noch nicht, aber die scheinen sehr, sehr weit damit zu sein. Und die letzte Frage, und das ist auch von dem bestätigt, der Plan ist aktuell, dass es im März 2022 tatsächlich released. Also dieses Game, Leute, könnte revolutionär sein. Und ja, es gab verschiedene Mods, es gab diese Projekte schon und ja, und das ist die wichtigste Frage, die ihr hattet, kann Activision das nicht einfach striken? Antwort relativ einfach, die haben einen relativ langen Post dazu. Uns geht die rechtliche Situation dort nichts an. Niemand aus der Community, sagen die 7 Jungs, sollte sich außer denen darum scheren, was das rechtlich bedeutet, was man machen muss. Sie erwähnen nochmal, dass sie absolut nur genervt sind von diesen Möchtegern-Anwälten, das habe ich auch schon in den Kommentaren gesehen, die
18 Jahre alt sind, aber Patentrecht studiert haben und ganz genau wissen, was man darf, wie man das darf. Und die bitten darum, dass alle diese rechtlichen Sachen einfach denen obliegt und die sich einfach mit der Community um kümmern können, dass dieses Game geil wird. Und diese Aussage, Leute, finde ich absolut genial und auch absolut richtig. Keiner von uns ist Patentanwalt, keiner von uns weiß, was hinter den Kulissen dort passiert, ob Activision mit im Boot ist, ob Activision da Rechte hat irgendwie, ob die sich einfach alles ähnlich gemacht haben, aber auf eigene Faust und und. Also da sollten wir uns wirklich raushalten und uns einfach freuen, dass da etwas Cooles kommt, bei dem wir alle Spaß haben können. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, Leute, ich werde dieses SM Square Game die nächsten Wochen weiter supporten, werde euch weiter neue Gameplays darüber zeigen, alles Mögliche. Ihr könnt diese Gameplays direkt auf deren YouTube-Kanal auch einfach sehen, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und nochmal, weil ich das mittlerweile bei YouTube mit den Richtlinien sagen muss, ich werde hierfür nicht supported, ich bekomme dafür nichts, ich bin nicht gefragt worden, ob ich das vorstelle, ich kriege kein Geld dafür, ich habe keinen Rabattcode dafür, kein gar nichts. Ich stelle das einfach vor, weil ich dieses Projekt geil finde und ich habe Hoffnung. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da. Schaut gerne auf Twitch heute vorbei. Wir werden heute wieder Black Ops 4 Anfänger bashen. Ich bin raus, haut rein.